Bibel. Ich sehe Verderben. Sie sind in Gefahr. Ich sehe Tod. Aber ich sehe auch Leben. Es lebt. Das Kind lebt. Oh. Was habe ich gesagt? Nichts Bestimmtes. Dass alles gut wird. Setzen Sie sich! Jetzt lass mich doch mal los, du blöder Bimbo! Blöder. Ich brauch was zu trinken. Ich brauch was zu trinken. Ich brauch was zu trinken. Helena hat mir einen Brief geschrieben, in dem drin steht, dass sie zurück zu ihrer Sekte möchte. Sekte? Ja. Wir haben sie alle so enttäuscht. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Die machen bestimmt eine Marionette aus ihr oder so. Ich habe auch schon herausgefunden, wo die ihre Treffen haben. Wir müssen da ganz schnell hin. Mann, und jetzt ist der besoffen. Toll. Mann, Vater, wir müssen... Ey, so, der vergiss dich doch, alter Schlampe. Du widerst mich an. Ja, ja. Pater Claudius, diese Sabine ist ein guter Mädchen. Und wenn sie sich nicht für sie zusammenreißen können, dann machen sie es gefährlich für sie. Ja, Mann. Der Arzt fragt, wie fühlt sie sich? Die Krankenschwester sagt, sie stöhnt. Aber indem ich die beiden Befehle befolgte, habe ich genau das Gleiche getan. Was ist das, ein reines Gewissen? Was ist das, Schuld? Scham. Wenn ich mich nun des Vorfalls schäme, so schäme ich mich des Ganzen, der Worte, des giftigen Tones und so weiter. Pater Claudius, wir gehen jetzt Helena retten. Ich habe mir hier was gebraucht, noch ein altes Rezept aus Texas. Open up wide. Walker, Sie wissen genau, was mir diese Hochzeit bedeutet. Also, wie steht fast? Ja, ich habe größtenteils alles fertig, auch den Deko, ist alles besorgt. Nicht größtenteils. Ich will, dass gleich alles vorbereitet ist. Ja, ich beeile mich, aber ich habe hier echt... Nein, nicht... Walker kann jetzt nicht. Wir sind auf einer göttlichen Mission. Walker, ich glaube, ich habe einiges gut zu machen, was man... come on, Cowboy. Videokassette. Wer hat heutzutage noch einen Videorekorder?